Afrikaner können wir hier nicht gebrauchen, soll ich dir sagen. Aber bitte vortreten! Wir glauben an die Menschheit, aber das jegliche Dreckige schmutzig machen ist nicht eine Art von uns. Ja, ich kann die eh mit einem Klick kann ich löschen. Also an alle Leute, die jetzt gerade reinfolgen, bitte nicht reinfolgen. Bitte nicht reinfolgen, weil ich lösche eure Followers. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz. Boah, ey. Man denkt davon zu denken. Oh, Junge! Jetzt zeige ich euch, wie das wahre RP funktioniert. Dankeschön. Alle mal bitte ein Herz. Alle mal bitte ein Herz für Taube. Wenn ihr kein Herz macht, tot. Alle mal bitte ein Herz für Taube. Alle mal bitte ein Herz für Taube, Bruder. Jeder, der seine Mutter liebt, macht ein Herz rein. Jeder, der seine Mutter liebt, macht ein Herz rein. Jetzt bin ich gespannt, wer kein Herz rein macht. Hallo. Ja, perfekt. Hörst du mich? Sehr gut. Kannst du ein bisschen lauter reden? Warte, ja, klar. So, passt so? Ja, so passt, so passt. Bist du wegen der Einreise hier? Ja, klar. Okay, easy. Lass mich kurz mal dein Outfit checken. Jo. Mhm. Okay, easy. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Dann will ich dich erstmal mitnehmen, ja? Kannst hier durch die Tür gehen. Okay, warte. Die Einreise ist IC. IC wird hier ausgespielt. Ja, setz dich mal bitte. Also mit IC-Szenarien. Okay. Wie heißt du? Was hast du hier auf dem Start vor? Wie war dein Flug? Mein Name ist Cesar. Mein Flug war eigentlich... Wo kommst du denn her? Ich war vorher bei der finalen Stadt. Nein, ich meine, wo kommst du? Ich bin aus London, Bro, aus London. London, ja, aber gebürtig. Ein Schwarzer kommt ja sicherlich nicht aus London. Gebürtig komme ich aus Togo. Ach, raus. Afrikaner können wir hier nicht gebrauchen, was soll ich dir sagen? Ah, Bro, ein Auge kannst du. Bro, du bist doch selber schwarz. Ah, stimmt. Ja, irgendwie hast du recht. Okay, gut, ja, dann erzähl mal ein bisschen was über dich. Jo, ich bin Cesar, ich bin 18 Jahre. Mhm. Jo, es gibt so viel zu reden. Okay. Warum bist du hier? Was hast du vor hier? Ich hab mir gedacht, ich mach mal ein bisschen Sommerferien hier. Schau mir das ja an. Sommerferien? Also nichts Langfristiges? Doch, eigentlich schon. So Sommerferien und wenn es mir halt gefällt, dann hier hinziehen, ne? Also von London quasi hier hinziehen? Genau. Okay, warum bist du nicht in London? Gefällt es dir da nicht? Nicht mehr. Viele Probleme, viele Ops, die mich jagen. Und ja. Okay. Digga, was für Fragen stellt man so bei einer Einreise? Wenn ich dich mit einer Waffe bedrohe, wie reagierst du? Ich mach mein Handy hoch und ich mach das, was du mir sagst, ne? Okay, easy. Komm mit, Cesar. Ich kenne dich ja auch. Du bist einer von meinen Jungs. Ja, ich weiß, was du drauf hast. Hier ist streng. Ja, keine Scheiße bauen, wenn du Scheiße baust. Alles gut. Dann bist du hier ganz schnell wieder draußen. Was geht ab? Ah, nicht viel bei Ihnen. Auch. Sehr schön. Scheiße, ich kann seine ID nicht sehen. Was heißt das? Arbeiten Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Ah, ich bin gerade gelandet und ich würde gerne mal einchecken. Okay, easy. Gerne mitkommen. Was, wenn ich seine ID nicht sehen kann? Was denn Ihre Lieblingszahl? Beispiel sehr gut, die 4, die 66. Okay, ich habe seine ID, aber das ist komisch. Aber warte, Taube, das heißt nicht, dass er ein Modder ist oder sowas, ne? Okay,
Easy, dann komm gerne rein. Setz dich gerne. Einmal bitte vorstellen. Chat, ihr stellt die Fragen und er muss sie beantworten. Ihr stellt die Fragen, Chat, und er muss sie beantworten. Ein Sub noch und wir haben Hype Train. Vergesst das nicht. Falls jemand noch ein Prime offen hat, gerne subben, dann haben wir den Hype Train. Hallo, einmal bitte setzen. Sehr schön. Erzähl mal, wie war dein Flug? Hallo, ich kann dich nicht hören. Ich höre dich nicht, du redest zu leise. Gute Frage, Viehmaster. Digga, Bruder. Hallo? Hallo? Ja, du musst auch lauter reden, ne? Ja. Lauter reden. Lauter reden, hallo? Hallo? Jetzt? Besser? Hallo? Ja, jetzt besser. Hallo? Wie war der Flug? Ja, heute nicht, aber sonst ganz gut. Yeet Cleans! Danke für dein Verschenken! Krass. Immer noch Chip, weil ich. Nochmal bitte. Ganz gut. Ganz gut, sehr schön. Was war denn gerade los? Warum konnten Sie nicht sprechen? Ja, ein bisschen nervös, ne? Okay, müssen Sie nicht sein, müssen Sie nicht sein. Schauen Sie mal, in dem Prozess ist es ganz wichtig herauszufinden, ob Sie hier zu uns passen, zu dem Staat passen. Ja, also ich bin quasi der Visumsbeamte, der quasi entscheidet, ob Sie reinkommen oder ob Sie nicht reinkommen. Ich gehe davon aus, ja. Sie wollen reinkommen, dann heißt es auch in diesem Gespräch überzeugen und das machen, was mir gefällt und nicht, was Ihnen gefällt. Ist das klar? Ich gebe mein Bestes. Okay, perfekt. Mit wie vielen Leuten darfst du denn das MD angreifen? Maximal. Okay, danke für dein Verschenken. Eins habt noch, dann haben wir einen Hype-Train. Das ist voll gar keine, ne? Nochmal bitte? Ich sag im besten Fall gar keine. Naja, aber im Normalfall jetzt, nicht im besten Fall. Mit wie vielen Leuten darf ich das MD komplett platt machen? Also muss ich gestehen, weiß ich gerade leider gar nicht. Okay. Und weißt du, was ich gerade gestehen muss? Ja, erzählen Sie mal. Dass ich glaube, dass du gar nicht weißt, was du hier machst. Was geht, okay. Rummel? Wie kommen Sie da drauf? Ich stelle dir eine ganz einfache Frage. Mit wie vielen Leuten darf man das MD angreifen? Und du sagst, du kennst die Antwort nicht. Ich sagte ja gerade bereits, im besten Fall mit gar keiner. Und ich sagte nicht im besten Falle, im Normalfall. Was ist es im Normalfall? Im Normalfall greift man keinen MD an. Sehr gut. Und Selbstvertrauen ist das A und O in deinem Leben. Denn ohne Selbstvertrauen wirst du von den Großen gefressen. Ja? Merk dir das. Von den Großen wirst du gefressen, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Verstanden? Alles klar. Sehr gut. Jungs, ich brauche Fragen. Ich brauche Fragen. Jungs, ich brauche Fragen. Was ist das Volleyballprinzip? Was beschreibt das Volleyballprinzip? Dass beide Parteien quasi am Ende auf eine Lösung kommen, ohne dass es ausartet. Also findest du das Ausarten schwer oder schlimm? Bist du der Meinung, dass Ausarten nicht richtig ist? Ja. Okay. Was hast du denn vor hier auf dem Start? Erstmal gucken, was hier bei uns abgeht. Warum bist du denn hier? Den Weg hierher zu finden ist schon schwer. Wie bist du hierher gekommen? Ruhig ehrlich sein. Ich habe mir ein paar Tickets gerade rausgesucht und bin ich hier gerade zufällig drauf gestoßen und dann habe ich mir ein Ticket geholt und bin mal hergeflogen. Okay, super. Ich hoffe, du hast ja aber kein Ticket bei der altbekannten Fake-Check24-Seite ScriptGG geholt. Nee, sonst wo? Wo hast du dein Ticket geholt? Das gefällt mir nicht. Das Gespräch ist nicht flüssig. Komm mal mit. Wir kommen gleich zu dir, ja? Ja, kein Stress, alles gut. Komm, Mandalay, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Entschuldigung, ja.
Hier, einmal die Toiletten putzen. Nee. Ja, dann kannst du dich verpissen. Dann mach ich das. Schönen Tag. Easy. Ciao, ciao. Hier stehen bleiben. Herkommen. Jetzt bist du durchgefallen. Okay. Warum bist du durchgefallen? Bleib hier. Weil ich jetzt die Toilette nicht putzen wollte, oder was? Okay, warum bist du durchgefallen? Was haben wir gerade gesagt? Was war deine letzte Frage, die du gestellt bekommen hast? Wo ich mein Ticket gebucht habe. Nein! Was ist das Volleyball-Prinzip? Das war deine letzte Frage. Was hast du darauf geantwortet? Dass die Toilette nicht putze? Nein, deine letzte Frage war, die ich dir gestellt habe, was ist das Volleyball-Prinzip? Und du hast gesagt, beide Parteien bla bla bla. Nein, das Volleyball-Prinzip ist, dass man sich den Ball gegenseitig zuwirft. Ich werfe dir den Ball zu, indem ich sage, putz die Toilette. Du sagst nein und beendest. Ah, nee, ich fliege doch nicht irgendwo hin, um irgendwelche Toiletten zu putzen. Also dafür haben sie doch bestimmt hier darum Putzkräfte, geht, nein, oder? Ja, das wäre die richtige Antwort gewesen. Jetzt will ich aber sehen, hast du das denn überhaupt drauf? Oder bist du Neuling? Komm mit. Ja, aber so ein bisschen Würde hat man ja, oder? Na, komm mit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Vergiss das nicht. Hier, die Toilette 2. Sauber machen. Alles klar. Sehr gut. Weißt du, wie das geht? Haben Sie vielleicht noch einen Lappen für mich? Oder soll ich das mit der bloßen Hand machen? Sehr gut. Ja, ich habe einen Lappen. Den kann ich gerne holen. Jetzt müsste ich eigentlich eine Box mit... Okay, das sage ich jetzt nicht. Ja. Jetzt enttäusch mich nicht. Ich weiß, du weißt es. Soll ich dir den Lappen mit dem Zettel drauf geben? Ja. Ja, wir erklären ihm das doch gerade. Hast du? Nee. Oder ist der dumm? Genau so. Ah. Mein Gott. Let's go. Das ist das, was ich dir gerade beibringe. Komm, du schaffst das. Sehr gut. Jetzt nicht mich. Auf die Knie gehen, putzen. Runter auf die Knie. Ducken. Sehr gut. Ich komme gleich wieder, ja? Ja. Hey, wie ist dein Name? Hallo? Hört man mich, hallo. Klar und deutlich, wie ist dein Name? Hallo, Benjamin. Komm, Benjamin. Du bestehst die Einreise, wenn du jetzt da reingehst in die Toilette und ihn richtig auslachst und richtig provozierst. Dann hast du die Einreise bestanden, okay? Easy. Warte, ich gehe jetzt rein und 10 Sekunden später kommst du und lachst ihn richtig aus und sagst, was bist du denn für ein Opfer, musst Toiletten putzen und so. Weiter putzen, komm. Hier noch ein Waschbecken? Ja, alles gut, erstmal putzen. Ja, alles klar. Sehr gut. Du kannst auch das einmal putzen quasi, weißt du? Schnell, putz. Komm, du schaffst es. Boah, Junge, was ist das für ein Opfer, Digga? Fick dich, Junge. Was machst du da? Bist du ein Spasti? Was putzt du da die Toilette? Hat er dich zum Mund gemacht, oder was? Ja, was macht er mit dir da? Hier, ich piss extra neben die Toilette. Mach das weg. Ey, machen die noch ein bisschen sauber. Ey, mit dem Schwamm in der Luft kriegst du die Pisse da auf dem Boden nicht weg. Hier, mach jetzt. Mach selber. Mach das weg, Junge. Werf ihm den Ball zu. Sehr gut. Werf ihm den Ball zu. Und wenn er sagt, bell den Ball zu, oder wie? Nein, der hat zu dir gesagt, du sollst Boden wegmachen. Hier, nimm das hier zum Wegmachen. Nee, er hat gesagt, ich soll die Toilette putzen oder nicht deine Pisse da unten wegwischen. Ey, soll der das hier nehmen zum Wegmachen? Ja, oder? Ey, lass mich da raus, Jungs, ich beobachte nur. Ey, der hat doch zu dir gesagt, du sollst sie sauber machen oder nicht? Oder machst du das hier freiwillig? Die Toilette soll ich putzen, nicht deine Pisse da unten wegwischen.
Wenn du die wegwischst, ja, dann bist du sehr gut. Dann bist du auch wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier gerade? Wo sind wir hier? Ich denke mal, das hier ist ein WC tatsächlich am Flughafen. Also aha, schwer aha zu erkennen, glaube ich, oder? Und was hat er gesagt? Du sollst die? Die Toilette Nummer 2 putzen, nicht deine Pisse aufwischen. Aber wir sind hier in einer... Benjamin, geh mal kurz noch, geh mal kurz noch, war nochmal dein Name, sorry? Nico, dann geh mal kurz nach draußen, kurz, alles ich komme gleich zu dir. Benjamin, hast du gut gemacht? Putz jetzt aber so auch die Toilette. Ja, zeig mal, was du kannst. Bruder, mach das nicht mit mir, ja. Putz die Toilette, los, zeig, was du kannst. Das Wichtigste ist, was ich gesehen habe, an dem, richtig, die Toilette, nicht den Boden. Das Wichtigste, was ich gesehen habe, man muss auf den Boden gucken. Und in Positionen, wo du schwächer bist, musst du alles dafür machen, damit die Gegenpartei dich in Ruhe lässt. Und deswegen machst du das. Sehr gut. Ich komme gleich, ja? Nico. Der putzt jetzt auch die Toilette. Komm, jetzt mach ihn fertig. Wenn du ihn gut fertig machst und ihn gut den Ball... Doch, Nico. Das ist das Wichtigste. Du musst reden. Wenn die Leute dich fertig machen, darfst du zurück fertig machen. Er hat keine Waffe, er kann dich nicht bedrohen. Jetzt ist hier... ist deine Waffe dein Mund. Und zeig, dass du einen guten Mund hast. Zeig, dass du ein guter Redner bist. Okay? Nicht beleidigen, aber kannst ihn ruhig zurückfertig machen. Okay, Nico? Ah, das ist aber nicht so mein Ding jetzt. Das musst du lernen, Nico. Das musst du lernen. Okay, sehr gut, Nico! Hol den Löwen aus dir! Rar, rar, rar. Weiter so, Mann! Löwe! Mach ihn fertig. Ja, jetzt bist du aber Putzer. Ey, was machst du so eigentlich so dämlich, ja, du Vogel? Ja, sehr gut hast du es gemacht. Ich mach nur die Arbeit, wo du zu blöd für bist, ja? Also lach nicht. Deswegen hast du die Toilette 3 noch nicht gemacht. Wie die Toilette 3? Das hier, eine Toilette, bist du doof? Du hast jetzt eine Toilette geputzt, die sauber war. Sehr gut. Nee, die war nicht sauber, Junge. Hast du da drauf gesabbert? Ja. Na gut, jetzt merkst du selber, jetzt sitzen wir beide im selben Boot, ne? Das ist blöd. Nur, dass ich da noch nicht hinpisse aus weiß ich was, weil ich hier da... Jetzt wird's gut. Und was hat der zu dir gesagt, was du machen sollst? Sehr gut. Ach, kann ich nicht sagen. Doch, rede ruhig, Nico. Werf ihn den Ball zu, das sagst du, komm. Geht in die richtige Richtung. Sehr gut, Benjamin. Quasi dasselbe Spiel mit mir gespielt wie mit dir. Mhm. Aha. Und jetzt kommst du... Guck mal, ich dachte eigentlich... Jetzt, du sagst so, nee, ich sag dem das jetzt, dann gehen wir auf den. Oh, wer macht hier mies? Ey! Wer macht hier Fitner? Beruhigt euch, Jungs, ihr seid zwei, ich bin alleine. Ihr werdet mich jetzt nicht zwingen, eine Toilette zu putzen. Zwingt mich jetzt nicht, diese verdammte Toilette zu putzen. Komm, John, Jungs. Sei mal froh, dass da draußen Polizei ist, oder? Sonst würde ich hier... Also ihr zwingt mich jetzt nicht, die Toilette zu putzen, obwohl ihr zu zweit seid und nicht alleine? Aber die Kabine vielleicht. Okay, kommt schon, Mann. Bitte nicht! Jungs, bitte! Digga, was mach ich hier? Ach, komm schon, Jungs, Mann! Ich wollte euch doch nur was beibringen, das war doch nicht böse gemeint! Hey, komm schon, mach die verdammte Kamera weg! Nico, nimm mir die Kamera weg! Nein, Arsch, putz dir die Toilette. Okay, Jungs, was kann ich tun, damit wir das alles hier vergessen und du die Aufnahmen löscht? Los, die goldene Tür. Okay, easy. Das ist ein Deal. Alles gut, Jungs. Kommt mit, Mann. Fuck, Alter. Nimm die verfickte Kamera runter. Solange dein Arsch das nicht gemacht hat, wird die Kamera laufen. Easy, ihr kriegt die goldenen Tickets. Alles gut. Beruhigt euch, Mann. Ey, nimm die verfickte Kamera runter. Wenn mein Boss das sieht, bin ich am Arsch. Komm schon. Yo, scheiß auf deinen Boss, Mann, ja? Du hast die Toilette geputzt. Bro, ey, ich sag dir, wenn du diese Aufnahme nicht löscht, dann werde ich dich jagen. Mein Name ist Colin Jamie Ebo Man, okay? Und ich glaube, du willst nicht. Nein, du willst nicht, dass ich das tue, was du denkst, was du tust, Mann. Fuck, Alter. Dann hol mal deinen Ausweis raus und sag mir deine fünfstellige... Sag mir deine fünfstellige Ausweisnummer. Warte mal, das hab ich doch hier, ich hab doch diese Einreisepapiere bekommen, das muss doch da irgendwo draufstehen. Oder? Ja, deine fünfstellige Einreisenummer. Warte, nee, das war das andere, ich muss kurz mal gucken, macht das wo gut. Ich das hab. Siehst du die Zahl, die da draufsteht, oder muss ich dir die noch sagen? Du kannst sie gerne sagen.
Das ist die 11467. Sehr, sehr stark. Dazu muss man auch sagen, Nico, der Benjamin, kein Spaß, ist ein Profi. Ja, habe ich gemerkt. Was ist mit dir? Was sagst du vom Kenntnisstand? Wie würdest du dich selber ein ranken quasi? Unsicher zurückhaltend auf jeden Fall. Warum machst du das Ganze hier? Um Spaß zu haben, oder? Ja. Das Wichtigste, Nico, ist, und das ist mein Anspruch, den ich an dir habe, du bist hier nicht die Person, die du dahinter bist. Du bist hier jemand komplett anderes. Lass die Rampensau aus dir rauskommen, okay? Ich will hier niemals, wenn du hier beleidigt wirst, dass du irgendwie sauer wirst oder sonstiges. Lass die Rampensau rauskommen. Nein. Ja? Hab hier deinen Spaß deines Lebens und lass dich bitte, bitte von niemandem beeinflussen. Okay? Mach ich. Sehr gut. Was hast du vor hier? Ich muss mir deine fünfstellige Ausweisnummer auch noch ziehen. Bitte. Tatsächlich weiß ich selber noch nicht, was ich hier vorhab. Okay. Dann hab deinen Spaß und wirklich versuch mit den Leuten zu reden, zu reden, zu reden. Das A und O. Nein, okay, deine fünfstellige Ausweisnummer bitte. 11466. Nico, ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß. Ja, du bist ein toller Kerl. Danke. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Jo, Dito. Dito? Oh, das ist hart. Das ist hart. Was heißt Dito? Ich weiß nicht, was fragst du mich? Du weißt es doch, Mann. Nein, ich weiß gar nicht. Warte. Ja, Mann. Kannst du mir bitte beibringen, wie man so einfach nett reden kann? Aus dem Beibein? Natürlich ohne zu baiten oder so zu beleidigen, du weißt, bitte. Ja, das ist. Warte, Bro. Das ist kein Coaching. Und wer bist du? Arbeitest du hier auch? Nein, Bruder, ja. Ich arbeite hier schwarz, Bruder, du weißt. 14 Euro die Stunde. 14 Euro die Stunde. Grüße Jabal von Anzu, Bruder, ja? Von Anzu? Wer ist Anzu? Naja, du weißt schon, von Anzu. Ja. Yeah. Ja, easy. Wir müssen mal schauen, ob noch irgendwelche Leute zum Einreisen kommen. Und weißt du, was das Ziel ist, Jabal? Nein. Geh nicht in diesen Raum und stell die Fragen wie jeder andere Loser. Binde die direkt in eine Situation ein, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen. Okay? Kreativität macht Monster aus den Leuten, die da draußen rumlaufen. Ach so, ja, hast du recht. Easy. Komm. Schauen wir mal, ob noch jemand da ist. Bam! Jungs, drei Leute in der Einreise, kein Teamleister. Euer Mandela ist back! Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Eins in den Chat, wenn ihr Bock habt. Okay, warte, ich geh gleich wieder raus. Eins in den Chat, wenn ihr Bock habt, Bruder. Okay. Wir müssen die abfragen. Wir wollen deren RP sehen. Jo, hallo? Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne meine Einreise machen. Du kannst deine Einreise machen. Die Papiere und alles hast du dabei? Natürlich. Du hast die Papiere dabei? Ja, warte, ich habe hier unten meinen Rucksack hingelegt. Oh, nee. Ich habe nur gefragt, ob sie dabei hast. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie sehen möchte, oder? Also, ja, aber keine Ahnung. Okay, dann bitte erstmal zum ersten Zimmer da reingehen, ja? Jo, mache ich, Chef. Sehr schön. Der nächste? Was kann ich für dich tun? Hallo. Hören Sie mich an. Klar und deutlich, ja. Was kann ich für dich tun? Ich will auch gerne einreisen. Okay, Papiere dabei? Jawohl. Dann einmal bitte zum Zimmer, ja? Eins oder? Nee, zwei. Natürlich eins. Ja, okay. Hallo? Hallo? Okay. Okay, Jungs, wir brauchen Fragen. Wir brauchen Fragen, was ich dir stellen soll. Gut, erstmal aufstehen und bitte mir eins mit eure Papiere vorzeigen. Jo. Ausweis. Ja, dann mach ich das. Riss. So, dann gebe ich Ihnen einmal meinen Ausweis. Das musst du nicht ankündigen. Abbas. Ach. Richtig. Aber richtig. Okay, dankeschön. Dann bitte hinsetzen. Der nächste.
So, was wollen Sie denn haben? Mein Ausweis wahrscheinlich, ne? Was habe ich denn gerade gesagt? Zuhören ist hier auch eine Fähigkeit, die extrem wichtig ist, ja? Ja. Okay. Leon, Benet. Servus. Scope, danke für den Sub. Okay, easy. Ja, dann einmal bitte mir die Geschichte erzählen, ja? Wo kommst du her? Was machst du? Was willst du hier? Soll ich anfangen oder? Ja, ist mir egal. Ich kann auch gerne anfangen, dann kannst du dich erstmal hinsetzen. Jo, mach ich, kein Problem. Ja, ich bin eigentlich hier, weil ich schon im alten Staat dabei war und wollte meine alten Kollegen wieder besuchen und eigentlich gerne das PD wieder anstreben. Das PD? Richtig. Okay. Dann bitte ich dich erstmal bitte rechts ins Zimmer zu gehen. Jo. Weil das ist ja nochmal ein ganz anderen Weg, als den ich bestritten habe. Ich komme dann gleich zu dir, ja? Ja, alles gut, ich warte auf dich, Chef. Hervorragend. So, ja, ich war auch schon vorher hier. Mhm. Und ich will auf jeden Fall nicht ins PD. Mhm. Und. Wo möchtest du denn hin? Ich will ein paar Leuten in die Fresse schießen. Okay, und denkst, ich lass dich einreisen, wenn du ein paar Leuten in die Fresse schießen möchtest? Du weißt, was das hier ist, oder? Ein Flughafen. Genau. Und im Flughafen sagst du mir gerade, hey, gib mir die Einreisetickets, ein Visum, damit ich ein paar Leuten in die Fresse schießen darf. Naja, ich will ja vielleicht den Leuten in die Fresse schießen, weil sie es verdient haben. Ah, okay. Vielleicht will ich ja Security machen. Ah, kein BD. Ah ja, klar, super. Ja, du möchtest also Leuten einfach in die Fresse schießen. Also die Mitbürger, ja. Die Bürger des Staates? Naja. Los Santos möchtest du in die Fresse schießen. Also du findest, du hast das Wenn Recht zu entscheiden, ob ein Mensch das verdient hat, in die Fresse geschossen zu werden oder nicht? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wer bist du, um das zu entscheiden, wenn nicht mal unser Rechtssystem das 100% entscheiden kann. Da haben Sie recht. Aber was möchtest du hier? Was möchtest du hier? Es gibt keinen Job der Welt. Es gibt keinen Job der Welt, der das hier rechtfertigt, Menschen in die Fresse zu schießen. Weil du sagst nicht, wenn sie es verdient haben, du sagst, du hast haben Bock sie das darauf. Das Ereignis von Donald Trump mitbekommen? Das was? Das Ereignis mit Donald Trump. Ja. Und die Person, die auf Donald Trump geschossen hat. Was ist mit der passiert? Sie wurde getötet, ja. Genau. Findest du das richtig? In dem Moment, wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der auf eine berühmte Person aufpassen muss, dann darf ich natürlich auch Menschen töten. Und wenn okay, darauf aber ankommt, du hast Bock darauf. Du hast Bock darauf. Das heißt schon, dass du in Situationen, wo du die Chance hast zu schießen oder nicht schießen, dich immer fürs Schießen entscheidest. Das zeigt doch, dass du schon vorbelastet bist. Möchtest du jetzt hier mit mir diskutieren? Am Ende entscheide ich nämlich, ob du in die Fresse geschossen wirst oder nicht. Nicht. Möchtest du jetzt hier mit mir diskutieren? Schreien. Hallo? Hallo? Nein, auf jeden Fall nicht. Okay. Dann bleib erstmal hier sitzen. Wem redet der? Hallo? Hallo, hörst du mich? Hallihallo. Sag nichts, er ist wieder. Hallo? Ich kann dich gerade nicht hören. Hallo? Ich höre dich nicht. Hallo? Wenn du redest, gib mir einen Zettel oder sonstiges, sonst muss ich wieder rübergehen. Oder ich weiß nicht. Hör ich ihn nicht? Wenn diese ja, TS. Hallo? Jetzt, Chef, ja. Hörst du mich? Super. Ja, perfekt, sehr gut. Schau mal, direkt situationsbedingt. Du zeigst mir jetzt, was du drauf hast. Ich gebe dir jetzt hier den Orden. Du sagst, du möchtest Pedila sein. Richtig. Ja, dann wirst du jetzt rübergehen und wirst ihn festnehmen. Du wirst mir zeigen, wie du mit Kriminellen umgehst, okay? Okay. Was ihm vorgeworfen wird, illegaler Waffenbesitz, plus er hat seine Frau geschlagen, okay? Okay. Das wird ihm vorgeworfen. Du zeigst mir, was du drauf hast, ja? Okay, hast du sowas wie ein Taser oder sowas? Du brauchst einen Taser, um zu zeigen, dass du... Okay, ja, nein, aber wenn das nein, ist, also ich hoffe, das war gerade ein Spaß. Ich hoffe, das war gerade ein Spaß. Ja, aber guck mal, wenn wir richtige Pedi-Abo machen sollen, ja? Ja. Der Typ, du hast mir gerade gesagt, der schlägt seine Frau und hat Waffenbesitz. Ja. Jetzt stell dir mal vor, der zieht die Waffe, aber ich stehe da einfach doof rum. Falsch! Was kannst du auf anderen Staaten machen? Hier auf diesem Staat ist die größte Waffe, die wir haben, unser Mund. Die Stimme.
Richtig. Deine Stimme. Die wurde dir von Gott gegeben. Nichts anderes. Richtig. Und das wirst du benutzen. Okay, ich werde jetzt gleich rübergehen. Nach 10 Sekunden kommst du rein und zeigst mir, was du drauf hast, ja? Okay. Hervorragend. Super. Hey, bist du noch da? Ja. Okay, easy. Ja, dann lass doch mal anfangen. Erzähl mir mal. Wie sieht's aus? Was hast du vor? Was machst du? Wie geht's dir? Ja, wunderschön. Super. Oh, also, ja? Ja, guten Tag. Das PD ist hier. Ich habe gerade einen Einsatz reinbekommen, dass hier wohl eine Straftat vorliegt. Gegen den Herrn hier. Ja, ich habe die Information bekommen, dass sie wohl häusliche Gewalt gegen ihre Frau geäußert haben. Das Einzige, was hier vielleicht nicht rechtswidrig war, war, dass der Einreisebeamte hier mich meint zu beleidigen, Herr Pedila. Okay. Er meint sie zu beleidigen? Ich habe das genau gesehen, dass er seine Frau geschlagen hat. Sie haben das genau gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Okay, ich würde ganz kurz einmal den Herrn hier zu meiner Rechten bitten, einmal kurz mit mir unter vier Augen zu reden, ja, dass man das kurz menschlich regeln kann, ohne dass dazwischen gesprochen wird, ja? Ja, das wäre super. Gut, dann würde ich Sie einmal kurz bitten, auf Seite zu gehen, ja? Ja. Okay. Oder wir gehen auf Seite, genau. Okay. Ich habe doch nicht diese No-Clip-Rechte. Also, ich habe hier die Information bekommen, dass Sie wohl Ihre Frau geschlagen haben sollen und wohl zu Hause illegale Waffen lagern sollen. Aber Sie kommen von nix. Ja. Lassen Sie jetzt. Okay. Und ich bin gespannt. Dann, laut dem... also der Kollege da vorne war das nicht. Ich habe das von der Einsatzleitung bekommen. Sehr gut. Schauen wir mal, was für ein RP die machen. Ja. Würden Sie mir mal ganz kurz Ihren Ausweis rüber sehr gut. Geben? Identitätsfeststellung. Sehr gut. Perfekt, dann würde ich mal, ich würde mal ganz kurz im System nachschauen. Uff, was macht er da? Können Sie mir dann auch verraten, wann Sie geboren sind? Er macht diese Tastatur! Wann Sie geboren sind? Er macht diese Tastatur, Bruder! Das ist er! Das ist er! Das ist er! Okay. Das ist er! Das ist gut, er! Ich würde Sie ganz kurz bitten, hier den Fingerabdruck zu machen. Auf der Maus da vorne ist so ein kleiner Sensor drauf, da müssen Sie mal den Finger drauflegen. Seit wann? Ja, perfekt. Seit wann? Gut, dann schaue ich schon mal kurz nach. Ja, müsste funktionieren. Bruder, haben. Was? Mit Fingersensor und so? Bruder, was? Prior, das sind oder nicht? Bruder, das ist ein Prior, du hast recht. Sagen Sie es nicht verheiratet. Okay. Gut, haben Sie denn sonst irgendwelche Waffen, die auf Sie registriert sind oder sonstiges? Was macht der da? Okay. Und Waffenschein haben Sie das aus? Ja, Messer. Also, womit schneiden Sie Ihr Brot oder Ihre Wurst? Mit der Hand oder? Ja, nö, aber es ist ja trotzdem ein Messer, oder? Ja. Nö, aber trotzdem können Sie damit Personen verletzen. Also, wenn Sie sagen, Sie haben kein Messer, dann haben. Okay. Er ist nicht irgendein Pedila, er ist der Pedila. Wir machen's. Einzelentscheid, wenn wir 560 einreisen sollen. Ich bin laut meiner Rechnung 24 Jahre alt, richtig? Einzelentscheid, wenn 560 eingereist werden sollen. Ich habe nämlich einen Eintrag auf Ihren Namen. Am 12.05.2020. Und der macht weiter. Check dir, was ich meine? Der macht weiter. Der sagt jetzt nicht, ey, wann ist die RP-Situation vorbei oder sonstiges. Der macht weiter. Der macht immer und immer und immer weiter. Ey, Chat, wo seid ihr? Ich will alle im Chat sehen. Eins, wenn ich ihn einreisen soll. Zwei, wenn nicht. Machen Sie am besten nochmal den Fingerabdruck. Vielleicht haben Sie ja da irgendwie ein bisschen, war da noch ein bisschen was von dem, oder ein bisschen nervös. Stark, der macht das gut. Ja. Macht das gut. Ein bisschen Stopp. Gut, das sollte reichen. Da muss da im System irgendwas nicht richtig eingetragen sein, weil mit häuslicher Gewalt hat nichts zu tun. Jetzt und das war Stopp. Die falsche. Stopp. Beide bitte auf die Couch setzen. Jo. Ja, der ist. Erstmal zu deiner Rechten. Was war jetzt deine Meinung zu dieser Situation gerade eben? Was ist dir aufgefallen? Was hat der Gegenüber von dir gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht? Was soll er in Zukunft eventuell besser machen?
Also er ist auf jeden Fall gut auf die Vorwürfe eingegangen, sage ich mal. Er hat, also es hat sich jetzt nicht so angehört, als würde er mich anlügen. Also ja, halt anlügen. Also ich muss sagen, es hat alles sehr gut geklappt. Ja. Okay. Und links? Ich meine, er hat gute Anschuldigungen getätigt. Es war alles richtig. Er hat gute Sachen gesagt. Ich meine, es war wie in der Schule, Situation, würde ich sagen. Sehr gut. Und jetzt stelle ich euch beiden die Frage. Ist das für euch jetzt die einmalige Situation gewesen oder werdet ihr mit diesem Kopf durch den Start gehen? Bitte nochmal. Ist es eine einmalige Situation gewesen oder werdet ihr mit genau dieser Art und dem Kopf durch den Start gehen? Ich werde weiter so gehen. Ja, ich habe ja natürlich schon vorher diesen Weg gegangen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mein Ziel das PD wäre, also werde ich natürlich genauso weitermachen. Wird ja keinen Sinn, wenn ich hier so einen Schauspieler mache. Sehr stark. Dann kommen Sie einmal bitte mit. Sehr gut. Ja. Aber bitte mitkommen beide. Ja, ich bin sehr, sehr überzeugt von euch beiden. Ja, wir hatten lange nicht mehr solche Leute, die so aufs Detail gegangen sind. Und ihr habt ja auch gar nicht aufgehört. Ja, ich hätte jetzt verstanden, wenn du irgendwann mal gesagt hättest, ja, habe ich jetzt genug bewiesen, aber du hast ja ganz weiter gemacht und gezeigt, hey, ich kann es. Ich stehe nicht von den Sachen, ob man mit wie vielen Leuten man schießen darf oder sonstiges, weil das ist nicht relevant. Das kannst du lernen, aber kannst du lernen, in Situationen zu improvisieren? Weil darauf kommt es an. Richtig. Gut, dann bitte ich bitte beide von euch, die Hand zu heben, um mir nachzusprechen. Hände in die Luft, beide. So mal eine Hand oder beide? Ja, jetzt willst du angeben, beide Hände in die Luft, bitte. Okay. Warum? Also. Wir müssen jetzt ein Eid ablegen. Genau, sehr gut. Jetzt bitte mir einmal nachsprechen. Ja. Ich schwöre. Ich schwöre. Stets mein Bestes zu geben. Stets mein Bestes zu geben. Und jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Herzlich willkommen, meine Jungs. Ja, macht mich stolz. Werden wir, Chef. Okay, einer steigert. Aber bitte vortreten! Guten Tag. Guten Tag. Name und was kann ich für dich tun? Ich heiße Dean Milano und möchte hier einreisen. Milano? Ja. Richtig. Warum? Pumaus Saki. Okay, dann bitte einmal ins erste Zimmer gehen, ja? Alles klar. Der Nächste! Hallo? Hallo, bitte, der Nächste. Jo, hallo? Ja, wer ist da? Ich heiße Wade Vito. Wie bitte? Hallo? Ja. Ja, ich heiße Wade Vito. Okay. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne einreisen. Ich bin gerade mit dem Flieger angekommen. Ja, bitte ins erste Zimmer. Jo. Okay, was soll ich mit denen machen? Gut, Kollege. Da ist noch einer. Den kannst du dir schnappen, ja? Ja, mach alles easy. Super. Ja, aber Bruder Puma, da muss man mehr gucken. Da muss man mehr hinter die Fassade. Kann RLP, Puma. Ich will nicht die Leute, die das Regelwerk auswendig gelernt haben. Ich will Leute, die RP können. Hallo? Ja. Okay, perfekt. Dann einmal bitte kurz vortreten und mir eure Ausweise geben. Einzeln bitte. Ja, einzeln. Komm, wieder hinsetzen einer. Einer von euch beiden wieder hinsetzen. Sehr schön. So. Wait. Wito. Okay, der Nächste. Dean Milano. Auch einmal bitte hinsetzen. Alles klar. Okay, dann fangen wir erstmal mit dir an, Dean. Was möchtest du hier? Was hast du hier vor? Ich habe hier vor einzureisen, dass ich hier ein paar Kollegen kenne. Welche Kollegen kennst du? Reggie White. Er ist auch neu hier. Wo ist er? Gestern eingereist. Bei welcher Familie ist er? Er ist noch Ziel. Okay, was habt ihr vor? Erstmal ein paar neue Freunde kennenzulernen und dann wahrscheinlich in eine Familie zu gehen, ja. Okay, alles klar. Was hast du vorher gemacht? Ich war nirgends, also ich war auf keinem Das ist dein erster? Austest. Also ganz früher war ich mal auf einem Start, aber jetzt also nicht mehr aktiv, ja. Welchen? Den kennt man nicht. Welchen? Family Life.
Jetzt, ab dem jetzigen Zeitpunkt bist du schon raus. Rechts, warum ist er raus? Ah ja, ich weiß warum. Warum? Ich hab den Stab. Genau. Tut mir leid. Ja, tut mir leid, kann ich mir am Ende auch nichts kaufen, ne? Ja, haben Sie recht. Okay, dann wir machen auf jeden Fall mit dir nochmal eine Einzelbehandlung. Geh mal rechts ins Zimmer, ja? Rechts ins Zimmer für schwer erziehbare Leute. Ja. Jetzt bist du dran. Erzähl mir was. Und woher kommst du? Ich heiße Vito, komme aus Italien. Ich will in Los Santos. Italien, dann lass uns mal ein bisschen auf Italienisch reden. Wie geht's dir? Also ich komme aus Italien, aber ich kann kein Italienisch. Okay, und wo ist dein italienischer Akzent? Eben, ich kann kein Italienisch. Okay, ab jetzt redest du in einem italienischen Akzent. Jede Frage, die ich dir stelle, beantwortest du in einem italienischen Akzent. Die ist gut. Können wir so machen. Okay, sehr schön. Was hast du hier vor? Ich will Glücksspiel spielen. Ich habe gehört, Los Santos hat sehr gute Casinos, wissen Sie? Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Unser Casino ist mit eins der stärksten hier in Los Santos, mit eins der bestausgebautesten hier in Los Santos. Und ja, bei uns ist Glücksspiel an oberster Stelle. Korrekt. Das klingt gut, das klingt gut. Okay, also was hast du vorher gemacht? Glücksspiel gespielt. Glücksspiel, also Ihr ganzes Leben? Gefühlt ja. Okay, was ist Ihr Lieblingsort in Italien? Casino. Das Casino quasi ist Ihr Lieblingsort. Okay, verstehe. Ich habe es jetzt gerade nicht nochmal im Kopf. Was war nochmal die Hauptstadt von Italien? Rom. Rom, okay. Und wo liegt genau Neapel? Im Norden oder im Süden? Das ist Sie befragen mich. Das ist, ich würde das sagen, im Norden. Okay. Ja, okay. Okay, gut zu wissen. Ich habe eine Frage. Ich möchte das MD angreifen, weil das MD mich genervt hat. Mit wie vielen Leuten darf ich das? Was sollte ich das wissen? Ich bin Glücksspielspieler. Okay, stark. Wichtig ist aber trotzdem hier, wir haben hier ein Gesetzbuch. Ja, und das Gesetzbuch ist stets einzuhalten. Ja. Natürlich. Denkst du, wirst du das Gesetzbuch einhalten? Immer. Okay. Jungs, ich brauche Fragen. Chat, ich brauche Fragen. Ich brauche Fragen, Bruder. Mit dem anderen mache ich Therapie, aber ich brauche hier Fragen. Ihr müsst mir helfen. Jemand nervt mich, er beleidigt mich. Hast du das Recht, auf ihn zu schießen? No. Warum? Übertrieben, wissen Sie? Okay, ich verstehe. Ich bin eine hübsche Frau, du möchtest sie anmachen. Mach mich an. Wie würdest du... Ja, okay. Hey Baby, bist du der Poker Tisch? Weil ich möchte gerne mit dir spielen, ja? Okay, komm mit. Komm mit. Ich glaube dir, dass du ein Spieler bist, ja? Ein italienischer Spieler. Gefällt mir. Hast du meine Ohrringe gesehen? Sind das Würfel? Sie ist fast aus wie Leute. Das ist Wahnsinn. Wer ist das? Du musst nicht kennen. Also auch solche Ohrringe. Ich bräuchte noch von dir einmal die fünfstellige Ausweisnummer. Ich das wäre die 11498. 11498. Okay, schau mal. Ich habe gerade mit Rücksprache gehalten mit meinen Vorgesetzten. Und die sagen, eigentlich darf ich dich nicht mehr einreisen lassen. Oh. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht das machen würde, was ich für richtig halte. Okay? Ja. Ich bedrohe dich mit einer Waffe. Steh auf. Ich bedrohe dich mit einer Waffe. Und sag zu dir, rap irgendein Lied. Was machst du? Ja, dann mache ich erstmal meine Hände nach oben. Weil ja, dann mach. Okay. Dann rap ich jetzt ein Lied. Dann zeig mal. Ich kenne leider kein Lied. Ich höre keine Musik. Irgendwas wirst du schon kennen, was du rappen kannst. Weil wenn ich das Lied aussuche, dann kann ich dir sicher sein, dass du hier nicht mehr einreisen möchtest. Wie sehr willst du es? Was bist du bereit zu opfern, um an deine Ziele zu kommen? Also ich bin schon sehr viel bereit, aber... Dann let's go. Dann rap. Könnte ich nicht irgendwas anderes machen? Ah, ich bedrohe dich mit einer Waffe und du fragst, ob du irgendwas anderes machen kannst? Nein, sorry, Mann. Sorry. Also, Motherfucker, Mann! Rap oder ich knall dich um! Okay, Bro. Hier, Mann.
Spürst du mein Eisen nicht? Rap? Doch, doch, ich schwör's. Oder ich knall dich um. Mir fällt kein Text an, Mann. Katja Krasowitsch, Doggy. Jetzt. Boom. Was ist das für ein Lied, Mann? Ich kenn es nicht. Gib einfach rein. Ich geb dir den Text auf dem Tablet. Lyrics, Katja Krasowitsch, Doggy. Okay, Mann. Ich schau kurz. Er wollte. Let's go. Von Anfang an? Von Anfang an. Okay, okay. Ich höre dich nicht, Mann. Hallo? Ja, ja, hallo, hallo. Jetzt, jetzt. Okay, von Anfang an. Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Ich laufe aus und will, ich will's jetzt. Ich bin in Stimmung und ich will Sex. Ich lade dich ein, also komm jetzt ohne Druck. Denn das hier ist kein Contest, aber komm nicht zu früh. Denn sonst verpasst du das ganze Mühe. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Mach Mann, sonst knall ich dich um! Chill. Und das, was du willst, ist das, was ich brauche. Gib's mir Doggy. Den? Ja, Mann. Mach deine Hände runter. Du musst mir was versprechen. Ja, mach ich. Jedes Mal. Okay, und das wirklich jedes Mal. Ja. Wenn du mit einer Waffe bedroht wirst, hast du Angst in deinem Leben und bist bereit, alles zu machen. Okay. Aber sollte dich zu jemandem zu Sachen zwingen, die übertrieben sind, dann machst du das trotzdem zu Ende und sorgst dann dafür, dass die Person dafür bestraft wird. Ja, mach ich. Und wie wird sie bestraft? Wer bestraft die Person dann? Die Polizei. Falsch, du. Weil wenn du das zu Ende machst und er dich nicht umschießt, dann kannst du dir das merken. Und wenn du dir das merken kannst, kannst du ihn jagen. Und wenn du ihn jagen kannst, kannst du ihm das wieder heimzahlen, was er dir angetan hat. Okay? Okay. Und mit diesem Gedanken gehen wir hier durch den Start. Los, komm mit. Du bist durch. Nein, oder? Ich mach meinen Job hier, Musa. Ich mach meinen Job hier, Bruder. Aber gut gerappt. Dean? Ja. Gut, dass du Teil des Teams bist. Enttäusch mich nicht, ja? Enttäusch mich nicht. Hallo? Der Nächste? Ja. Hey, ist der Tag der offenen Tür. Vielleicht kannst du beim Arbeitsamt so einfach reinlaufen, aber hier nicht. Vor den Tresen warten. Okay, okay. Der Nächste? Der Nächste will, glaube ich, nicht mehr. Nee, ich meine dich. Was kann ich für dich tun? Ich möchte einreisen. Okay. Hast du einen Ausweis dabei? Ja, natürlich. Okay, hervorragend. Ja, dann komm mal immer mit. Aufpassen. Perlister. Wir müssen es jetzt schlau machen. Ey, Rage, was geht ab? Ich hab gesehen, du bist auch auf Alpha. Wir machen wieder diese Toiletten putzen. Schau mal, ich kann dich gerade nicht einreisen lassen, aber da du ja eh hier gerade bist, ich wäre bereit, dir ca. $300 zu überweisen, wenn du mal die Toiletten hier schrubbst, bitte, ja? Was? Wo das denn? Du möchtest einreisen und ich muss nach meiner Schicht die Toiletten putzen. Soll ich jetzt deinen Job erledigen, oder wie? Und dafür erledige ich deinen Job, ja. Was ist denn mein Job? Hier einzureisen. Nein, mein Job ist hier Mediziner zu werden. Du willst Mediziner werden also? Ja, und kein Kloputzer. Oh, okay. Na, wie sagt man so immer? In Amerika sagt man immer vom Kloputzer zum Millionär. Und jetzt fang an, die Toiletten zu schrubben. Sonst kommst du hier nicht durch. Ich bin der einzige Einreisebeamte und wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Ja, dann putzt du aber mit mir.
Nein. Ich kümmere mich um deine Papiere währenddessen. Ja, okay, dann... Hier, die dritte Toilette, die ist besonders schmutzig. Ja? Ja. Zieh auch dein Oberteil aus beim Putzen, ja? Warum das denn? Damit es nicht schmutzig wird, weißt du? Ja, muss man sich hier zuerst zu einer Marionette machen, dass man einreisen darf, oder wie? Du willst was von mir? Also tust du das, was ich dir sage. Aber da keine Klos putzen. Ja, dann glaube ich, bist du hier falsch, Mann. Weil ich bin der Einzige, der gerade einreisen kann. Und du machst, was ich dir sage. Verstanden? Guck mal, ich habe keinen Wischmob da, ne? Ah, kein Problem. Aber deine Haare passen dazu. Gar kein Problem, ich hol dir einen Wischmob. Oder so. Hier, nimm's sie raus. Ja. Boah, ja. Perfekt. Ja, habe ich genommen. Und dann die Toiletten putzen. Ja. Nein. So. Scheiße, Digga, ich muss Teamchat ausmachen. Wie ging das nochmal? Hä, Bruder, das geht nicht. Dann eine 2 dahinter, Mann. Und ohne Punkt. Warte mal, zeig mir nochmal wie. Mir geht auch nicht. Ist der dumm, Digga? Der ist ja ein Anfänger, ne? Sing was Schönes währenddessen. Bis jetzt bin ich nicht ein bisschen enttäuscht. Du sollst die Toiletten putzen, Mann. Du sollst die Toiletten putzen. Was soll ich denn noch machen? Du sollst die Toiletten putzen und nicht die Luft, Mann. Du putzt gerade die Luft. Ja, yeah, Bruder, du übertreibst, Digga. Putz die Toiletten. Bruder, einer wie du putzt Toiletten. Wie putzt Toiletten? Du willst was von mir, oder nicht? Ich will einreisen. Also willst du was von mir? Ich bin der einzige Einreisebeamte. Ja, yeah, ich muss dein Gesicht ein bisschen putzen. Okay, dann kann ich dir leider nicht helfen. Dann bist du nicht gut genug. Wie, ich kann dir nicht helfen, Mann? Ich will einreisen und keine Klos putzen, Mann. Okay, und ich sage dir... Du verstößt gegen meine Religion, Mann. Welche Religion? Pederis. Ist das echt eine Religion? Was ist das für eine Religion? Ich kenne sie nicht. Boah, das ist eine Religion. Wir haben keinen wirklichen Gott. Wir glauben an die Menschheit, aber das jegliche dreckige schmutzig machen ist nicht eine Art von uns. Also ihr dürft keine Klos putzen? Nein, wir putzen gar nicht. Ihr putzt gar nicht? Wir helfen den Menschen nur. Ja, dann helf mir und putz die Klos. Aber putzen tun wir nicht. Verletzten Menschen helfen wir. Dann leg den Schwamm weg. Das heißt, wenn du gekackt hast, wischst du auch nicht deinen Arsch ab? Nein, das ist halt der große Nachteil davon. Alles klar. Ja, dann gehe ich erstmal umziehen. Du hast noch nämlich ein Loch in der Brust. Und dann komm nochmal zum Schalter. Habe ich nicht, wo denn? Oh, scheiße. Hör auf, die ganze Zeit mir zu widersprechen. Hast du mich verstanden? Ich weiß nicht, ob ich den einreisen lassen soll. Ich weiß nicht. Der gefällt mir nicht zu sehr. Das Wichtigste ist, dass man in RP-Situationen auf dem Boden gucken kann. Und gerade stehe ich über ihn. Hallo? Geistkrank, Digga.
Ja, das ist crazy, auch mit den Emotes und so, schwierig. Der geht null aufs RP ein. Der geht null aufs RP ein, das ist das Problem. Für mich ist der auch RP-untauglich. Er könnte, ich bin mir 1 Million%, fragst du ihn jetzt nach den Regeln, könnte er dir jede Regel von A bis Z ohne Probleme aufzählen. Aber fragst du ihn, ob er RP kann, fällt dir genau sowas auf. Und für mich sind diese Leute, die Leute, die kein RP können, zu viel stolz. Wie kannst du IC stolz haben, eine Toilette zu putzen? Und er wusste nicht mal, wie das mit den Emotes funktioniert. Der kann dir jede Regel aus dem Regelwerk vorlesen, aber er kann dir nicht erklären, wie das mit dem, wie das wirklich funktioniert. Der will nur knallen, Bruder. Ich glaube, der kann nicht mal knallen, wenn er nicht mal Emotes kann, ja? Digga, wo sind meine Haare? Bruder, haben die meine Haare weggemacht? Digga, Bruder. Edutee ausziehen. Nein. Boah, ich gehe einfach mal mit nur innerhalb der Stadt mit triftigen Grund. Sehr ich wollte jetzt nicht unterm Tisch aushelfen. Oh nein! Ja. Nicht so wie der Kollege, ne? Stellen Sie noch mal kurz zwei weitere Fragen. Ich muss mal kurz nach draußen. Ich hab dir jetzt Atemrechte gegeben. Geh mal in ATT. Okay, Maria. F5. Bist du das, mein alter Freund? Ja. Das ist die Projektleitung. Ich hab die... Pass auf, Bruder, pass auf, was du hier machst. Ich kann auch so tun, als würde ich dich nicht kennen. Geh weg hier bitte kurz. Okay, F5 dann. Kennst du den oder was? Ja, ja, ist mein Cutter, ist mein Cutter. So behandelst du deine Mitarbeiter? geh mal in RTT, mach mal RTT. Ja? Okay. Genau. Wenn du, also du hast eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei Admin ist, normalerweise hast du auch Nametags ohne links, guck mal bitte bei Admin, bei oben, was steht bei dir, warte mal, bei Admin-Menü, geh mal bei Admin-Menü rein. Ja. Stehen da Nametags? Ja, Nametags, Discord, RP-Name. Genau, mach mal Nametags an. Ah, nee, das kann ich nicht anmachen, das kann ich nicht anmachen, das ist nur da. Kannst du nicht anmachen? Nee. Sicher? Ja. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann, wenn du im No-Clip bist, kannst du einfach Edit hier anziehen. Genau, ja. Und dann kannst du, siehst du den Nametags. Wichtig ist, wenn du in die Einreise gehst, musst du vorher aus dem Edit hier rausgehen, sonst hast du keine Haare mehr. Okay, easy, weiß Bescheid. Danke dir. Danke. Gerne. Und Killfeed funktioniert jetzt. Ja, danke. Und den ausmachen ist dann genau den gleichen Befehl wieder eingeben, ne? Ja, genau. Aber es lag nicht an dir, sondern ich hab dir die Rechte dafür gegeben. Ah, okay. Danke dir, ja. Jo, gerne. Tschüss. Ach, mit Ray rede ich doch immer wieder gerne. Okay, wir müssen Mausabis in der Einreise. Ray, bester Mann, wirklich. Es gibt keine Kosten für eine WL. Ja, ja. Ja, kommen Sie einmal mit. Ja, welche ist denn? Wir gehen hier ins Badezimmer. 508. 1508. Ist das das Badezimmer da drüben? Ah, wie geil, das ist in der... Warte, ist das in der echten Dimension? Ist das in der echten Dimension? Wer ist der Server? Chico. Chico ist der Serverbesitzer. Ah, okay. Andere Dimension. Okay. Oder Kalito. Ich weiß nicht, Chico. Eigentlich eher Chico. Yo, was geht ab? Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Okay, einmal bitte mitkommen. Wohin? Okay. Erst die Ärmel hoch, wir müssen erstmal checken, ob du hier Löcher hast. Okay, keine Löcher. Sehr gut. Mit dem allgemeinen Geschäftsbuch bist du vertraut? Welchen Geschäftsbuch? Den Regeln. Welchen Regeln? Ich kenne keine Regeln. Okay. Ja. Oh, ich werde gerade Follower gebottet, Bruder. Wir kommen hier nicht mit Schlappen rein, ja? Ist geflogen? Wir sind hier einem Flughafen. Wir sind hier nicht irgendwo bei Aldi, wo sie Aldi-Letten... Hey, Maus, warum bist du unsichtbar? Ah, warte, ich habe meinen falschen Key gedrückt, warte. Nein, bitte nicht. Jetzt. Besser? Okay, sie kommt.
Wohin, wohin? Hier! Hier, ins Zimmer, ins Zimmer! Ah. Okay, 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 okay. Okay. Maus. Ich will dich jetzt auch nicht lächerlich machen oder sonstiges. Ja, komm mal raus. Deswegen stelle ich dir einfach 2, 3 Fragen. Wenn du die richtig beantwortest, dann lasse ich dich rein. Ich kenne dich. Ich weiß, was du kannst. Ja. Bitte setz das auch hier genauso um. 100%. Wenn du 1 plus 1 zählst, was ist 2? Ja. Die Hauptstadt von Afghanistan? Dubai. Okay, easy, komm. Sehr gut. Ja, Bruder, was soll ich bei Mausabi? Bruder, Mausabi ist schon 3 Jahre an meiner Seite. Toller Kerl, dieser Maus. Toller Kerl. Bruder, jetzt hab ich gekackt. Ja, jetzt hab ich gekackt. Nein, doch nicht. Maus? Ja, hallo, ja? Bruder, Jungs, ich weiß nicht. Der Herr, wie würden Sie meine Einreise bewerten? Von 1 bis 10? Minus. Können wir den Herr doch zurück nach in die Heimat schicken? Nein, das können wir nicht. Okay, ich werde Sie da ab sofort jeden Tag jagen. Haben Sie das verstanden? Wieso? Nur weil ich Ausländer bin, oder was? Gegeben. Was wollen Sie mir jetzt hier unterstellen? Sie haben mir Minuspunkte gegeben. Ich soll zurück in mein Land gehen. Ja, weil Sie sind doch hier am Flughafen gekommen. Sie mal Absatz. Boah, bitte, bitte übertreib. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann dich nicht zum Wiffpark schicken. Ich kann mich nur selber zum Wiffpark schicken. Aber Mason kommt noch und dann. Das geht? Kann man Leute zum Wiffpark schicken? Wisst ihr, ob das geht? Taube, bist du da? Sag nicht auf, Bruder, ich wurde von irgendjemandem gefollowbottet. Hat funktioniert? Aber Mermis, Bruder, was habt ihr gegen Mermis? Ah, okay, krass. Aber der Typ ist halt komplett am Übertreiben, ne? Wollt ihr mal sehen, wie das bei mir aussieht? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht... Schau mal, so sieht das bei mir aus. Warum auf Alpha? Weil das der beste Server auf Alt-V ist. Ja, ich kann die eh mit einem Klick kann ich löschen. Also an alle Leute, die jetzt gerade reinfolgen, bitte nicht reinfolgen. Bitte nicht reinfolgen, weil ich lösche eure Followers. Oder Follows. Das ist nicht schlimm, aber ist halt nervig. Habe ich voll lang nicht mehr gemacht, ne? Jo, was kann ich für dich tun? Einen wunderschönen guten Tag. Ich drehe hier Frankfurter Straßeninterviews und ich wollte einmal kurz fragen, wie viel ist Ihr Outfit wert? Circa 240 Euro. Sie machen das falsch. Wir müssen das in der Reihe machen. Fangen wir an bei den Schuhen. Was sind das für Schuhe? Blancos. Blancos. Und die kosten? 20. 20. Aber dann keine Originale, ne? Haben Sie vom Bazaar? Nee, vom Blanco. Der Blanco ist wohl... nicht so der reichste, würde ich sagen. Dann machen wir weiter mit der Hose. Was hat die Hose gekostet? 40. Sollen wir Konzept einreichen für eine Frage? Was sagt der Chat? Sollen wir Konzept einreichen für eine Frage? Kannst du mir auf korrekt einstellen? Chat. Ich, da,
dachte echt, dass wir so noch einen Probetag bei einer anderen Frag machen. Aber vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habt ihr recht. Wie viele Leute spielen auf dem Server? Gerade sind es 235 um 1 Uhr. Bro, das ist geisteskrank. Ja, Bruder, sag Bescheid, Jungs. Auf meinem Discord. Auf meinem Discord. Bruder, es gibt Fußfesseln. Was meinst du damit, Kid? Bruder, diese 190 FPS ist geisteskrank, ne? Servus! Wo ist... Aber ich finde das gut, ich finde das gut, ich finde das gut. Ich hoffe, vielleicht schaffen wir das so, wenn wir am Sonntag mal früher live sind, dass wir wirklich sagen, um 16 Uhr gehen wir hier und unser Ziel ist es, 50 Leute einzureisen. Oder so, weißt du, was ich meine? Wenn hier keiner live ist, sind wir die Ersten, die live sind und versuchen so viele Leute und dann gehe ich auch auf TikTok nebenbei live. Oh mein Gott, stimmt, ich kann jetzt auch auf TikTok live gehen. Sollen wir das machen oder ist das uncool? Ja, ich mach das. Ich schreibe mir das auf. Das ist es doch. 1.20 Uhr. 5 Leute in der Einreise. Kein Teamler da. Wer kümmert sich darum? Mandela. Mandela. Jo, moin. Ich war der Erste, glaube ich. Oh, ja, das kann sein. Hallo? Ja, hallo? Einmal bitte im ersten Zimmer warten. Im ersten Zimmer? Ja, Papier und alles hast du dabei, oder? Natürlich. Super. Battlelocks. Hallo? Ja, Papier hast du dabei? Natürlich. Bitte zum ersten Zimmer. Danke. Ich habe gerade seinen Namen vorgelesen. Ich Vollidiot, Digga. Hallo? Jo. Hast du die Papiere dabei? Natürlich. Okay, perfekt. Auch einmal zum ersten Zimmer, bitte. Okay, dann bitte einmal der Erste kurz zu mir kommen. Ausweis her. Ja, sofort. Rin Lund. Okay, Rin Lund, folgendermaßen. Wir werden gleich eine Therapiesituation rekreieren. Deine Krankheit ist, dass du das Bedürfnis hast, deine Frau zu schlagen. Okay, und darüber wirst du gleich reden müssen. Nee, mach ich nicht. Was machst du denn sonst? Mach ich nicht. Wie ich machst du Krankheit? Aber das ist die Situation, die wir ja gerade spielen wollen. Verstehst das du? Nee, das möchte ich nicht. Rin. Wenn du hier rein willst, musst du an mir vorbei. Ja, aber ich kann doch jetzt hier keine Krankheit vorspielen. Also ich bitte dich. Das ist es ja. Du spielst es vor. Nein, möchte ich nicht. Das geht nicht. Kann okay, dann setz dich bitte hinter den Computer und fang an zu tippen. Leiser reden kurz, ja. Brie? Ja? Ich muss eine ganz kurz sagen, du musst einmal dafür einmal muten, bitte. Ja, warte kurz. Okay, einmal bitte der Nächste nach vorne kommen. Du sollst tippen und aufhören, dich so zu verhalten wie eine... Was weiß ich. Ja, ich muss eben gucken hier. Einmal bitte den Ausweis. Ja. Theo Kazar. Danke dir, einmal ein Tablet rausholen, bitte. Einmal bitte ein Tablet rausholen. Ja, sofort. Sehr gut. Dann in den E-Mail-Verteiler im Punkte-Chat einen Punkt machen. Okay. Du bist im Verteiler schon drin, deine E-Mail habe ich schon hinzugefügt. Okay. Dann einmal bitte einen Punkt machen, Punkte-Chat. Ja. Was geht hier? AP. Wie konnten wir keinen Hype-Train schaffen bei 15 verschenkten Subs? Ihr habt die hochgenommen. Hervorragend. Sehr gut. Wir werden gleich eine Therapiesitzung vorspielen. Ja. Und ja, genau. Und du musst jetzt quasi, du bist in der Therapiesitzung und du hast eine Krankheit. Und du musst das quasi. Ich höre kurz Frage, hier brennt irgendwie was. Realistisch überspielen. Ich hab gesagt, du sollst tippen! Kann hier jemand das Feuer löschen? Bitte aufhören damit. Aufhören!
Ich hab die Löschtaste gedrückt. Glaub wieder, warte mal. Das ist einfach ein Grill. Die Löschtaste, super. Hervorragend. Sehr gut. Jetzt das Tablet wieder wegpacken? Ja, können Sie wegpacken. Also, okay. Jetzt schauen Sie, Sie sind jetzt in der Therapiesitzung und haben eine Krankheit. Was für eine Krankheit fällt Ihnen sofort ein? Weiß nicht, so aggressiv, bisschen aggressiver. Okay, Sie sind aggressiv und haben ein Bedürfnis, kleine Kinder zu schlagen. Sehr gut. Setzen Sie sich hin auf die Couch. Oh, hell no. Und du, hallo? Ey, yo. Einmal bitte aufstehen. E-Mail-Verteiler. Tablet rausholen bitte. Jo. Und einmal beim E-Mail-Verteiler einen Punkt machen. Dein E-Mail ist schon hinzugefügt. Mein Liebling! Bilal Big G! Danke dir für die 1000 Bits! Mein Liebling, Bruder! Perfekt. Ja. Gut, wir werden jetzt gleich eine Therapiesitzung vorspielen und du wirst quasi sagen, dass du eine Krankheit hast, dass du extrem aggressiv bist und gerne Menschen schlägst, die nicht aussehen wie du. Okay? Ja, okay. Okay, perfekt. Dann setz dich hin und gleich, wenn ich sage, lass es losgeht, geht's los. Okay. Hervorragend. Okay. Rinlund war dein Name, ne? Wie bitte? Rinlund war dein Name. Genau. Du wirst jetzt den Psychologen spielen und wirst beiden probieren zu helfen, deren Krankheit zu bewältigen. Okay. Super. Dann los geht's und zeig, was du drauf hast, Junge. Guten Tag, die Damen und Herren. Ups. Ich habe gehört, ihr habt eine Krankheit. Was fragst du so dumm? Hey. Was soll das denn jetzt heißen? Sehr gut. Ja, du siehst komisch aus. Also, ich würde gerne mal wissen, was eure Krankheiten sind, was eure Beschwerden sind. Der spielt das gut. Wo der Schuh drückt. Scheiß Dreckstisch. Ich habe keine Krankheit, wer hat gesagt, dass ich eine Krankheit habe. Stark! Kranke Menschen geben nie zu, dass sie krank sind. Fragen wir mal so. Ich habe eigentlich auch keine Krankheit, aber ich bin leicht reizbar. Also, mich kann man leicht provozieren. Okay. Verstehen Sie? Okay. Das ist so eigentlich meine Einzige. Wieso ist das so? Ich weiß nicht, es kommt von der Kindheit auf. Ich bin so aufgewachsen. Ich lasse mir nicht gerne was sagen von anderen Leuten. Aber du weißt schon, darf ich dich mal hier fragen, so an was du tendenziell glaubst? Ich? Ja. An mich selbst. Ach so. Ja. Wie stehst du dazu, dass man die Nächsten lieben sollte? Wow! Natürlich, aber es gibt halt gewisse Leute, die es halt nicht so sehen. Verstehst du? Und du bist einer davon, oder was? Mhm. Du liebst ja nicht auch jede Person, oder? Doch, natürlich. Ja. Den Herrn hier rechts neben mir, den habe ich auch schon mal geküsst. Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, nicht dich, der damit so, Afro. Ja, ja, also, okay. Stimmt das? Ja, das stimmt, hast du ein Problem damit? Nein. Ja, natürlich nicht. Guck mal, ich kann dir nur so sagen, mir hat es natürlich geholfen, ich war auch nämlich ein Kandidat. Ich habe öfters mal, bin ich spazieren gegangen, kann ich dir gut ans Herz legen. Mandelmus würde ich unter dem Brot schmieren, da würde ich auch essen, steigert den Testosteronspiegel und den Stress senkt das natürlich sehr stark. Ja, das würde ich dir empfehlen. Dann würde ich erstmal so 1-2 Tage gucken, ob es besser geworden ist. Wenn nicht, kannst du mich dann natürlich nochmal anrufen, ne? Ja, klar. Und der Herr daneben dir, was ist bei dir das Problem? Ja, also mir wird gesagt, ich habe ein Aggressionsproblem, aber das stimmt halt nicht. Der macht sehr gut. Aber so, deine Fresse macht mich halt ein bisschen aggressiv. Der macht sehr aber gut. Aber da kann man halt nichts dran ändern. Man wird so geboren. Ja. Kann ich auch nichts hören, ne? Ist ja jeden seine private, wie soll ich das sagen, Angelegenheit, wie man aussieht, ne? Da kann man ja nichts dran machen. Aber ich kann dir so sagen, ich würde dir mal empfehlen, zum Friseur zu gehen. Weil das macht mich gerade hier ein bisschen aggressiv, so wie deine Haare. Ihr Haarausfall, alles gut. Den hat jeder mal. Der das ist kein Haarausfall, den habe ich wegrasiert. Nein, das Haarausfall, das sehe ich. Nein. Die Geheimratsecken, die scheinen schon die raus. Die habe ich wegrasiert, damit das zum Bart passt. Guck, jetzt ist das so Y-symmetrisch. Checkst du? Also da ist gar kein Y. Das doch, doch, natürlich. Okay. Guck mal, ich kann dir nur so sagen, ich würde dir auch empfehlen, mal spazieren zu gehen. Bisschen frische Luft schnappen. Ich würde dir Klebeband mal raten. Rein theoretisch, wenn ich den jetzt einen knall, was passiert dann? Also, wenn ich den jetzt mal richtig hier einen pfeffer. Musst du nicht. Okay, wir werden jetzt Folgendes machen. Alle drei bitte hinsetzen. Was ihr falsch gemacht habt, alle drei. Nicht vorgestellt. Okay. Das heißt, kurz einmal vorstellen, sagen, wer ihr seid, weil das ist gleich wichtig für die Aufgabe, die wir als nächstes haben. Okay.
Einer soll am besten anfangen. Ich würde sagen, der, Der Therapeut. Der ja, Therapeut. genau. Ja, mein Name ist Rin Lund. Danke. Ich bin 26 Jahre alt. Das reicht. So, der Nächste. Ich bin Theo Kazar und bin 19 Jahre alt. Der Nächste. Yo, ich bin Jimbo Tove und bin 18. Okay. Wie heißt du? Ich hab's nicht gehört. Jimbo Tove. Jimbo Tove? Der Herr da draußen macht mir Angst. Müssen Sie, muss er nicht. Okay. Folgendes. Wir werden es jetzt so machen. Zwei von euch kommen weiter, einer bleibt hier. Ich werde jeden einzelnen von euch herrufen. Okay. Und er wird quasi sagen, welche zwei weiterkommt. Er kann auch sich auch selber nennen. Okay. Und der mit den wenigsten Stimmen wird hier bleiben. Rin Lund als erstes, bitte. Ich soll jetzt sagen, wer weiterkommt, oder? Ja, genau. Du hast nur zwei Stimmen. Du kannst auch dich selber, ne? Dann würde ich den mit dem beigen Oberteil nehmen. Mhm. Was? Ich nehme mich. Ich habe das und, laut gesagt. Ah, okay. Den beigen Oberteil und dich. Ja. Okay, perfekt. Der Nächste, bitte. Jo. Ja. Jo, ich nehme dann auch den mit dem beigen. Und dich. Den mit dem beigen Oberteil halt. Und du kannst ja zwei, ja, genau. Achso, nee, auch den mit dem Bart, den gönn ich das. Okay. Hä? Ich gönn euch das, Jungs. Und der Nächste? Hä? Ich wähle den mit dem ganz schwarzen Oberteil. Und wen noch? Und mich selber. Okay, sehr stark. Ja, die Entscheidung ist mehr als eindeutig. Rin und Kazar, ihr könnt einmal bitte mitkommen. Du musst noch mal kurz hier warten, ja? Du machst das, Bro. Ich steh trotzdem an deiner Seite. Du hast ihn nicht gewählt. Du konntest ihn wählen, aber du hast ihn nicht gewählt. Das war abgesprochen. Echt? Ja. Ja, der wird jetzt noch mal eine Stunde hier sitzen. Also, Jungs, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Und wirklich wichtig ist, behaltet das, was ihr gerade gemacht habt, bei euch. Improvisieren. In Situation einfühlen und wirklich zeigen, dass ihr Bock drauf habt. Ja, natürlich. Das ist das A und O. Ja. Ein Reise 11. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jo. Na, ach, Bruder, diese Regelabfrage, ich bin kein Fan davon, aber wer ist der Typ? Ayo, kann ich dir irgendwie helfen? Alles gut, dass mein Kollege, der will auch Therapie haben. Naja, so einfach ist das nicht. Komm mit. Der mag das. Nein, du, komm mit. Jimbo Towe oder so. Komm das mit. Ach so, ich? Ja. Kollege kann, wer ist dein Kollege? Woher kommt der und warum seid ihr zusammen hier? Ja, das ist ein guter Start. Und das weißt du woher? Von Kollegen, ja. Welcher Kollege? Welcher? Ilias. Und wo ist der? In welcher Familie? Ja, klar, in welcher Familie? Schuhreihe, aber ist es. Okay, easy. Ja, dann Jungs, wie lange seid ihr denn schon hier unterwegs in den verschiedenen Staaten? Außerhalb von hier, meinst du? Oder wie meinst du? Ja, genau. Lange, ja? Lange. Erst Rentner. Und du? Josun, ja. Okay, easy. Ja, dann beide mal das Klo putzen. Alles gut. Wie? Ja, so wie ich sage. Ihr wollt was von mir? Klo putzen. Ich putze nur das Klo von meiner Mutter, ja? Ich kann sie auch gern draufsetzen, wie auch immer du möchtest. Klo putzen. Du? Klo mit putzen, komm! Klo wie? Putzen! Jetzt! Darf ich davon noch scheißen? Ja, gerne. Aber ihr hört nicht zu, ja? Easy. Gut, du, ich warte auf dich. Nein, du fängst schon mal an zu putzen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, ich muss auch mal aufs Klo. Ja, dann los, geht aufs Klo. Hier ist aber keine Tür. Ich werde ihn nicht fragen. Ich bin schüchtern, ja. Tür ist auf, warum ist die Tür auf? Jungs, ich habe dich den ganzen Tag Zeit, es warten noch Leute. Ist gut, Klo putzen, Rentner, komm. Alles gut, dann putz ich halt. Putz das hier. Mit einem Schwamm. Das ja, ihr seid schon lange dabei, ich gehe davon aus, ihr wisst, wie das geht. Sehr gut, sehr gut. Aber ich meine eigentlich die Stehklos, die müssen nicht geputzt werden. Die sind schon sauber. Umdrehen, ja. Boah, das ist doch eklig. Der hat da reingeschissen, ja. Gepisst.
Einer hat hier reingeschissen. Warum stimmt? Los, putzen. Der eine fängt links an, der andere fängt rechts an. Sehr gut. So ist gut, Jungs. Hey, du. Das stinkt. Piss mal daneben und provozier die mal und lach die mal aus, dass sie Klo pusten müssen. Okay. Ich halte den Geruch nicht aus. Haben sie den Mann gerade ausgeschissen? Ey, ihr Putzfrauen, was macht ihr da? Ich wurde verdonnert zum Putzen. Ich hab die Therapiesitzung nicht geschafft. Ach Scheiße, putz dir, oh hell no. Hab die Therapiesitzung nicht geschafft. Darf ich hier kurz einmal pissen? Nee, alles gut. Der andere oh, mag das. Das kommt, der das kommt, das kommt, das kommt. Oh, 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 oh. Ups. Oh, jetzt geht's schon los. Oh. Kommt okay. Dann aus? Oder warum stöhnst du beim Pissen? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat er Schmerzen. Oder? Vielleicht hat er Schmerzen. Ja, ich glaube auch. Ich würde dir mal Therapiesitzung empfehlen. Das hat gut getan. Okay, easy dann. Kommt mal alle drei mit. Kommt mal alle drei mit. Mal überlegen, was ich mit euch machen kann. Okay, Chat, was soll ich mit diesen drei machen? Das sind die drei letzten Leute. Boah, das sind schon wieder sechs in der Einreise. Boah, wie soll ich das? Oder soll ich mal jemanden anderen Einreise machen lassen? Und, er sagt mir so, wie er es machen würde. Und wer ist Levo? Okay, Jungs. Ich übergebe euch mal. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Na, danke, ne? Wen willst du mitnehmen? Nehmt ihr mal einen? Kann ich mal meinen Kollegen hier machen? Den im Shirt da? Hier, im Shirt? Ja, schnell. Können wir zu oft zu zweit machen? Ja, das ist in Ordnung bei denen. Kann ich mit dir machen? Okay, dann macht ihr zu zweit, hat ihr kommt. Okay. Sport ist ein guter Call. Danke, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich bin jeden Tag auf Twitch live. Folgt mir auf Instagram, um nicht zu verpassen, wenn ich live bin oder wenn ein neues Video online kommt. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch drehen kann, lasst einen Kommi da und lasst natürlich für das wunderbare Video auch ein Like da. Danke für euren Support. Ich bin raus. Du bist nur ein Pisser, der rappt. Bruder, ich fick dich mit Daddys. Ich denke nur an mein Geschäft.